Ja, hallo Leute, Marc Bellinghaus, Raubal. Bevor ich euch meinen Artikel vorlese, den ich eben veröffentlicht habe über Herrn Zander, wollte ich noch ein paar Sachen besprechen. Wir gucken hier also auf ein Foto aus einer natürlich evangelischen Zeitung. Klar, Herr Zander arbeitet ja offiziell für die Kirche, deswegen können die auch den nicht so einfach rauswerfen. Das ist schon mal das. Und er geht weiter und weiter und weiter in Grauzonen, die wirklich fast schon kriminell sind, weil einfach kleine Kinder zerstört werden durch seine widerwärtigen, absolut ekelerregenden Beschreibungen von einer Sache, die ich persönlich, und das ist meine Meinung, die darf ich auch hier äußern, in keinster Weise glaube. Ich glaube dem Mann kein Wort, habe ich noch nie. Ich war geschockt vor 5 Jahren, 6 Jahren, als ich selbst ziemlich in meiner Aufarbeitung steckte am Anfang, in den Anfangsschuhen. Ich habe mich erst auch nicht in die Öffentlichkeit getraut. Und dann habe ich mir gedacht, warum soll ich mich denn schämen? Hä? Dass diese Missbrauchstäter der Kirchen, die sollen sich schämen, nicht ich. So. Und dann habe ich Herrn Zander mal angerufen und habe ihm um etwas gebeten. Der Kerl hat sich nicht einmal zurückgemeldet und ist jetzt hier in seiner Tätigkeit als Betroffenensprecher im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt der EKD. Das muss man sich nun mal so ganz nebenbei auf der Zunge zergehen lassen, was dieser Mann hier aus seinem Missbrauch gemacht hat. Nämlich nichts als blanke Kohle und irgendwie Aufmerksamkeit und. Ich habe mit mehreren Betroffenen mich heute noch über ihn unterhalten und die haben alle gesagt, pass auf, der verklagt und so. Und Herr Zander, Sie können mich sehr, sehr gerne anzeigen. Ich halte jeder Verhandlung stand, weil ich Beweise habe, dass Sie ein Lügner sind. Außerdem habe ich Zeugen, die gegen Sie aussagen wollen. Und ich habe E-Mails und Schreiben von Müttern, die mich angeschrieben haben und gebeten haben, was zu tun, weil Sie einfach mit Ihren widerwärtigen Geschichten kleine Kinder verstört haben. Nicht nur könnten, sondern sie haben das bereits getan. Und deswegen müssen wir jetzt endlich zur Tat schreiten und von der evangelischen Kirche ihren Rücktritt fordern. Nicht verlangen oder bitten, betteln. Sie müssen zurücktreten, Herr Zander. Sie sind zu weit gegangen mit ihren ekelerregenden Stories über ihre angeblichen Missbrauchserfahrungen. Ich glaube kein Wort. Das ist meine Sache, weil es gibt keinen. Es gibt von den ganzen vielen 100 Leuten, mit denen ich zu tun, geschrieben, gesprochen und, ja, gibt es keinen, der sowas tun würde. Kein Mensch würde sich vor eine Kamera setzen und in Detail und dann immer noch schlimmere Sachen sich ausdenken. Sie sind ja von Interview zu Interview immer dreister und immer übler und immer aggressiver auch mit den Reportern umgegangen und haben die angebrüllt und das geht nicht. Das ist mehr als auffällig. Ein Mensch, der wirklich sowas Traumatisches erlebt hat, der geht doch nicht mit einer Glocke durch die Medien und sagt, hier, ich bin da mit in dem, ich will es gar nicht wiederholen, das werde ich auch nie. Ich werde mich nicht auf so ein Niveau herablassen, Herr Zander. Sie haben uns alle, in uns alle stellen sie hin wie Freaks, wie Zirkusclowns. Das habe ich auch in meinem Artikel geschrieben, den ich jetzt vorlesen werde, damit ihr einen Eindruck bekommt, was wir hier mitmachen seit Jahren. Die Kirche macht nichts. Die macht gar nichts. Nichts. Der wird weiter einfach von Talkshow zu Talkshow geschickt, vertritt hier uns. Sie, Herr Zander, sind nicht der betroffenen Sprecher für mich. Meine persönliche Erfahrung, meine Geschichte ist alles in dieser Missbrauchsstudie, in dem dicken Buch, was Sie da in der Hand halten. Das tue ich dann noch aufs Video drauf als Foto, ja, damit Sie noch berühmter werden. Ja, das geht nicht. Die evangelische Kirche, die schert sich einen Dreck darum, dass wir, die ihre intimsten Geschichten, ihre ganzen Erfahrungen vor langen Stunden da erklärt haben und zum Protokoll geben mussten, dass dieser Mann uns vertreten soll, der wirklich da Kinder, kleine Kinder traumatisiert.
Das müsste doch auch für eine evangelische Kirche logisch sein, dass dieser Mann weg muss. Das ist doch klar. Der ist eine Gefahr für Kinder. Und der setzt sich dahin und macht und parodiert sich selbst. Will das keiner schnallen? Das ist ja wie in des Kaisers neue Kleider. Der Mann ist eigentlich nackt und denkt, er hat die tollsten Kleider an. Es ist für mich nochmals absolut ersichtlich, dass kein einziges Wort wahr ist. Dass ich glaube ihm das nicht. Wenn ihm wirklich diese Sachen passiert wären, dann hätte er sich anders ausgedrückt. Und trotzdem hätte man auch gespürt, dass er wirklich traumatisiert, dass er gelitten hat. Er erzählt das so lapidar und schaut euch mal dieses Interview da im Café Dings da, Nachtcafé mit Steinbrecher. Ich habe übrigens SWR, den Intendanten und auch natürlich Steinbrecher selbst angeschrieben und habe gesagt, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, was da abgegangen ist. Dass dieser Steinbrecher da auch noch den Zander aufgefordert hat, ja, erzählen Sie mal, das ist doch irre. Das ist doch wirklich komplett schizophren. Das wird doch niemals von irgendeiner Frau, die vergewaltigt wurde, verlangt werden. Aber es wurde getan. Und dagegen protestieren wir hier. Und wir sind mittlerweile schon fast 500 Leute, die sich zusammengetan haben und die auch eine Änderung fordern von diesem Herrn. Ja, ich lese euch jetzt mal meinen kurzen Artikel vor und dazu stehe ich mit jedem Wort. Herr Zander, nochmals, machen Sie eine Anzeige, ich freue mich drauf. Das Maß ist voll. Von Marc Bellinghaus Raubal. Investigativjournalist, Künstler, anerkanntes Missbrauchsopfer der evangelischen und katholischen Kirche Deutschland. Der durch Herrn Detlef Zander seit 5 Jahren, in Klammern mindestens, durch seine niemals jugendfreien, frei erfundenen Ammenmärchen immer wieder getriggert wird. Das ist wirklich wahr, Leute. Ich konnte nach diesem Nachtcafé, Tage, Nächte nicht richtig schlafen. Der hat wieder die ganze Scheiße hochgeholt. Das geht nicht. Der es nicht nachvollziehen kann, wieso eine Kirche wie die EKD, die Zander jeden Monat einen satten Scheck überweist, obwohl Zanders Amt offiziell ein ehrenamtliches ist und der Angst davor hat, dass kleine Kinder die Zanders Horrordarbietungen in Form von absolut detaillierten Nightmare-Beschreibungen traumatisiert wie ihn nicht rausschmeißt? Der letzte Auftritt in einer Fernsehshow wie dem SWR Nachtcafé mit Moderator Michael Steinbrecher hat uns allen, also der breiten Öffentlichkeit, unschwer vor Augen geführt, was dieser Mann tatsächlich hier abzieht. Er suhlt sich, wie ein dickes Schwein im Dreck suhlt, so dreht und wendet sich Zander in der Aufmerksamkeit, die er von der Presse und ebenso der Öffentlichkeit durch seine weit über Bord gehenden Beschreibungen eines angeblichen dauermissbrauchenden Hausmeisters, der wohl von so viel Potenz gesegnet war, dass dieser Mann ein Kind nach dem anderen vergewaltigen konnte. Mann, also mit Doppel-N in Klammern und Mann, man muss da schon mal hinterfragen, ob diese Aussagen nicht eher dem Kopf eines Porno-Drehbuchautoren entsprungen sind. Oder ob da tatsächlich auch nur ein Fünkchen Wirklichkeit dran sein könnte. Und genau das ist es. Man muss diesen Kerl einfach hinterfragen. Weil er tischt den Leuten immer wieder weitere Geschichten auf, hat von mir selbst persönlich auch geklaut Details und das werde ich mir für die Gerichtsverhandlung noch vorbehalten, werde ich jetzt nichts drüber sagen, das wird der Knallereffekt. So, das sind ca. 500 Missbrauchsopfer beider großen deutschen Kirchen und auch Missbrauchsbetroffene, die in Familien dieses schlimme Leid ertragen mussten. Wir haben soeben unser Urteil über Herrn Detlef Zander gefällt, das ist wirklich wahr. Er muss sofort von allen seinen Ämtern, die er in der EKD innehält, zurücktreten. Weil er nicht nur unglaubwürdig erscheint, er hat es so weit voran und übertrieben mit seinen schändlichen Lügenmärchen über sich selbst, dass er uns alle damit verunglimpft. Denn
keiner von uns, ich wiederhole, keiner würde jemals tun, was Detlef Zander mit der Presse und somit auch der Öffentlichkeit tat, tut und tun wird, lügen. Er hat sich von mehreren von uns bedient. Soll heißen, er hat von anderen Missbrauchsopfern geklaut, deren schmerzvolle Erlebnisse und Erfahrungen, deren Schicksal und deren Schmach und Pein. Wie kann eine Kirche, die absolut hilflos und still wie eine tote Meise daliegt und einen Selbstdarsteller durch die Lande reisen lässt, wie kann diese EKD so einen Mann auch noch komplett finanzieren? Irrsinn. Das ist doch einfach nicht nachzuvollziehen, oder? Für Sie vielleicht? Für euch? Seitdem die letzte in ihr Amt gewählte Vorsitzende des Rates der EKD, nämlich Frau Annette Kurschus, mit einem Erdbeben am 20.11.23 aus allen ihren Ämtern zurückgetreten ist, hört man scheinbar bei der EKD jede Stecknadel fallen. Es wird verkündet, dass sich etwas in Bezug auf die zwingend notwendige Aufarbeitung endlich tun soll. Doch, Sie haben es wohl schon geahnt und kommen gesehen, nichts. Gar nichts hat sich getan. Beim letzten Kirchentag im Juni 2024 in Nürnberg wurde mit Pauken und Trompeten von einem Pastor namens Sea Saab stolz und unter minimalem Applaus getönt und behauptet, Gott ist queer. Was den nächsten Ansturm von EKD-Mitgliedern zur Folge hatte, auf deren Amtsgerichte, um offiziell dieser meiner Kirche den Rücken zuzukehren und schleunigst auszutreten. Pastor Seasa sagte absichtlich kein Sterbenswort zum Thema Kindesmissbrauch. Warum wohl, fragen wir, die Missbrauchten dieser Kirche zu Recht. Weil die EKD keine Antworten hat. Sie ist hilflos und deshalb lässt sie einen Mega-Fantasten tun und lassen, was er will und finanziert dessen Leben auch noch großzügig. Herr Zander, der bekannt ist, dass er sofort Strafanzeigen stellt, sollten die anderen Missbrauchsopfer aufmucken und protestieren, ist herzlich willkommen, mich nun auch anzuzeigen. Denn ich kann ganz einfach beweisen, dass dieser Mann ebenfalls von mir geklaut hat, aus einem WDR-Interview, welches am 20.06.2020 ausgestrahlt wurde und welches ich später erst online stellte. Wir wehren uns dagegen, dass ein Einzelner uns alle hinstellt, als wären wir Freaks, Zirkusattraktionen, die eine Ekelstory aus ihrem Hut zaubern, wie ein perfekter Houdini. Und der wohl nichts anderes in seinem gesamten Leben erreichte, als im Alter erfolgreich das Missbrauchsopfer der EKD zu spielen. Außerdem Aussagen von Müttern, die Angst um das Wohlbefinden ihrer Kinder haben, weil Herr Zander keine Rücksicht auf Kinderohren nahm und nimmt, die liegen mir vor. Wir fordern von der EKD einen sofortigen Rauswurf dieses Mannes aus dem betroffenen Rat. Denn unser Sprecher ist dieser Zirkusclown, dem man das Lügen und seine Geldgier und immer schlimmere Geschichten zu erfinden klar und deutlich ansehen kann, schon lange nicht mehr. Das war er nie. Sehen Sie sich Zander auf YouTube bei der letzten Synode 23 an. Hier ist ein Mann, der keine Ahnung hat, von nichts außer fiktive Geschichten zu erfinden, die dumme Journalisten täuschen oder täuschten. Punkt. So Leute, jetzt könnt ihr mal euch darüber nachdenken, was ihr machen würdet, wenn ihr in unserer Situation wäret. Ja? Da ist ein Kerl, der haut auf so einen leeren Topf mit irgendeinem Kochlöffel und macht Krach. Und was ist dahinter? Was ist wirklich dahinter, Herr Zander? Außer heißem Rauch. Ja? Nichts. Nichts. Was haben Sie denn für uns schon getan? Was haben Sie für uns oder für missbrauchte Kinder getan? Außer vielleicht Ihren Kaffee auf Ihre Instagram oder Facebook oder sowas zu posten, wie tolle Taschen Sie haben und. Das müsste doch eigentlich auch einer Kirche auffallen, dass das irre ist, oder? Also Leute, ich muss mich drum kümmern. Ich werde am Samstag, ich werde euch updaten,
Ich werde am Samstag seinen Rücktritt fordern. Herr Zander, wenn Sie ganz schlau sind, dann gehen Sie am Anfang dieser Veranstaltung vor die versammelte Mannschaft hin und sagen, diese 500 Leute haben recht, ich bin nicht der Richtige und, und. Aber das werden Sie niemals tun, das ist jetzt schon klar. Sie spielen jetzt weiterhin die beste Rolle Ihres Lebens, nämlich das Opfer. Peace out.